Hallo zusammen. Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass in der letzten Zeit kaum noch Videos von mir kamen. Der Grund ist ganz einfach der, dass ich beruflich ziemlich eingespannt bin und einfach nicht mehr dazu gekommen bin. Und wenn ich abends um 17, 18 Uhr nach Hause komme, ist es meistens auch schon zu dunkel. Zudem habe ich dann ja auch noch andere Sachen vor. Ich will mich mit Freunden treffen, ich möchte noch ein Buch lesen, einkaufen, Haushalt machen, kochen. Kurzum, wenn ich dann um 22 Uhr nochmal ein Stündchen Zeit hatte, war es in der Regel schon zu dunkel. Bis jetzt hatte ich die Videos so gemacht, ich habe mich neben das Fenster gesetzt und hatte zusätzlich noch auf der Kamera eine kleine LED-Leuchte. Die kann ich euch mal kurz zeigen. Die wird einfach auf die Kamera gesteckt. Bringt mit Sicherheit einiges. Allerdings braucht man halt zusätzlich noch Tageslicht. Jetzt habe ich mir zwei Softboxen gekauft. Und bin jetzt ein bisschen unabhängiger. Das heißt, ich kann auch durchaus mal abends ein Video machen oder nachts ein Video machen. Ich kann euch das mal zeigen. Wenn ich die Softbox ausschalte, sieht das so aus. Und wenn ich jetzt auch noch die Videobeleuchtung oben ausschalte, seht ihr so gut wie gar nichts mehr. Softbox an. Und oben die LED-Leuchte an. So. Das heißt, ich kann jetzt durchaus auch mal abends um 22 Uhr noch mal eine Stunde mehr Zeit nehmen und ein Video drehen. Der nächste Punkt ist, dass ich meine meisten Videos geskriptet hatte, um nichts doppelt zu sagen und nichts zu vergessen. Das hat allerdings extrem viel Zeit geschluckt. Also allein an dem 42a-Video saß ich am Ende vielleicht 3 oder 4 Tage. Und die Zeit habe ich jetzt einfach nicht mehr. Daher stand ich vor der Entscheidung, entweder gar keine Videos mehr machen, beziehungsweise nur noch ein Video pro Jahr oder sowas, oder meine Ansprüche ein bisschen zu lockern und zu sagen, okay, ich packe jetzt mal die Kamera aus, stelle die Softboxen auf und mache meinetwegen auch mal nur mit dem Handy ein Video. Und hat dann halt für euch den Nachteil, dass ich ein paar Sachen vergessen werde. Ich werde ein paar Sachen doppelt sagen, also die Videos werden länger sein und weniger Informationen beinhalten. Wem das nicht passt, ja, könnt mich gerne deabonnieren. Wie gesagt, ich stand vor der Entscheidung, gar keine Videos mehr oder die Anforderungen ein bisschen zu lockern. Habe mich jetzt für Zweiteres entschieden. Ja, was wird kommen? Ich habe hier ein altes Unumsan. Und auch genau das werde ich dann nicht mehr rausschneiden, sondern einfach so drin lassen, wenn ich gegen das Stativ stoße. Also das alte Unumsan hier, tolles Messer. Möchte ich allerdings noch anodisieren. Bin mir noch nicht sicher, ob ich Blau oder Bronze machen werde. Vielleicht werde ich es einfach spontan entscheiden. Dann habe ich ein Large Sebenza in Singo. Das hat mich jetzt ziemlich oft begleitet. Ist auch ein tolles Messer. Da möchte ich mal ein Video zu machen. Dann habe ich hier noch ein neu gekauft von Victorinox, ein Spirit. Ein Weilchen habe ich schon. Das Wave ist es, glaube ich, von Leatherman. Ist nicht ganz so gut verarbeitet wie das Spirit. Allerdings beim Spirit, ich habe jetzt gerade ein paar Nägel durchgeknapst und jetzt klemmt die Zange, also dieser Kopf hier, der Zangenknapser, Kneifer, der ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, bin ich nicht ganz so zufrieden mit. Im Prinzip ein tolles Tool, bessere Verarbeitung als Leatherman, aber das hat mich jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Dann habe ich von Perceval das Grand Table mit Wüsteneisenholzgriffen. Seit, ich vermute, einem halben Jahr im Einsatz. Bin sehr zufrieden damit. Großes Messer, nichts zu mitnehmen. Liegt auf dem Küchentisch, wird immer mit gefrühstückt und so weiter und so fort. Macht richtig Spaß. Dann neu reingeflattert von Norbert Leitner, das Serac. Auch ein tolles Messer. Perfekte Handlage. Schöner Damast. Allerdings habe ich es erst seit wenigen Tagen. Und ich möchte keine Videos machen zu Messern, die ich nicht zumindest ein halbes Jahr oder ein Jahr getestet habe. Von daher werdet ihr euch noch ein Weilchen gedulden müssen. Direkt anstehen, vermutlich mein nächstes Video wird gehen über das Perceval L8, was wir von Messerkontur zur Verfügung gestellt bekommen haben für den Passaround. Ein paar Videos sind schon draußen, meins werde ich in den nächsten Tagen drehen. Im Vergleich dazu noch hier eine L8 mit Carbongriffen. Ja, kleine Änderung noch. Es wird noch ein paar Taschenlampenvideos geben. Hier oben habe ich eine Lenslight und eine Clarus. Wird mit Sicherheit nicht überhand nehmen, aber ich denke mal, so 1 oder 2 Taschenlampenvideos werden irgendwann kommen im Laufe des nächsten Jahres. Und dann habe ich hier 3 Messer, die mich auch sehr häufig begleitet haben. Als erstes von Rockstead das Q mit der Serie Nummer 1. Tolles Messer, sehr gute Handlage, butterweicher Klingengang.
tolle Spiegelpolitur. Dazu möchte ich irgendwann noch ein Video machen. Dann hat mich ziemlich oft begleitet hier das Nilte Quiete. Auch ein tolles Messer, super leicht, liegt angenehm in der Hand und ist richtig schön flach, kann man also jederzeit mitnehmen, macht viel Spaß. Und das Northwood Knives Fremont Jack, auch ein richtig schickes Messer, war auch oft dabei in der letzten Zeit. Auch dazu möchte ich ein Video machen. Ich denke, ich werde in den freien Tagen jetzt vielleicht 2 oder 3 Videos machen. Und der Rest wird dann im Laufe des Jahres kommen. Vielleicht schiebe ich auch noch was ein. Schon länger steht aus ein Video zum Strider S&G. Habe ich auch ein paar Mal benutzt. Habe ich auch schon ein ganzes Weilchen daheim rumliegen. Ein Video steht schon länger aus. Kam einfach nicht dazu. Vielleicht kommt das noch dazu. Vielleicht lasse ich was weg. Mal schauen. Falls ihr die Idee mit den spontanen Videos und nicht geskriptet blöd findet, dann schreibt mir das vielleicht in die Videokommentare. Vielleicht schreibe ich dann doch noch ein kurzes Skript zum Video. Also ich bin da offen für Kritik und Vorschläge. Dann wünsche ich euch noch ein frohes Fest und bis zum nächsten Mal.